So Leute, herzlich willkommen bei 78. Heute setzen wir uns bei mir hier am Pool. Ich habe mal wieder was Neues für euch, mal ein Tech-Video zur Abwechslung von der ganzen Camperei. Gibt es heute mal wieder ein Tech-Video und da bauen wir jetzt da mal mein Stativ auf. Und dann zeige ich euch einmal eine neue WLAN-Dose, die es in sich hat. Alles weitere dann nach dem Intro. So Leute, jetzt habe ich mal hier bei mir im Garten mein Setup aufgebaut, wenn man es so nennen kann. Ich werde euch heute mal was sagen von meinen aktuellen WLAN-Dosen. Ich habe euch ja schon mal welche vorgestellt. WLAN-Dosen von Link to Home. Zeitgleich habe ich auch Tapu-Dosen, diese hier eingesetzt. Die Link to Home sind mittlerweile raus, muss ich ehrlich sagen. Die sind so schlecht mittlerweile geworden. Ich verlinke euch das Video mal oben, wenn ihr das anschauen wollt. Ich kann euch jetzt empfehlen, kauft diese Link to Home nicht mehr. Die haben bei mir innerhalb kürzester Zeit alle ihren Geist aufgegeben. Waren nicht mehr erreichbar und so weiter und so fort. Habe ich dann auch nicht mehr verbinden können. Also war wirklich meine Erfahrung. Waren Müll, war nicht mehr gut, kann ich nicht mehr empfehlen. Ich habe zeitgleich damals mit den Link to Home diese Tapu-Dosen eingesetzt. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Das ist die 115er. Ich werde euch die jetzt heute mal öffnen und werde euch mal ein bisschen was zu denen sagen. Ganz früher habe ich noch solche alten Zeitschaltuhren eingesetzt. Ja. Die kennt jeder. Weihnachtsbeleuchtung und so weiter und so fort. Das ist eine uralte, die haben irgendwann immer schlechter gegangen. Die haben Zeitverzögerungen gehabt nach längerer Laufzeit und so weiter und so fort. Gibt es mit Sicherheit auch teurere. Brauche ich aber nicht mehr, ja. Weil ich einfach, wie gesagt, jetzt mit diesen Tapu-Dosen arbeite. Ich backe gleich die jetzt halt einmal aus, weil diese Teile, kann ich euch ganz ehrlich sagen, die kann ich euch nur wärmstens empfehlen und haben jetzt auch den Dauertest über 2 Jahre bestanden und die Link to Home sind leider durchgefallen, weil sie halt eben, wie gesagt, so dermaßen schlecht performt haben. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel hier die 115er. Es ist eine minimale Dose, also das heißt, die kann man auch da einsetzen, wo wenig Platz ist. Die schaut so aus. Jetzt setze ich mal die Kamera rein. So schaut die aus. Ja. Ihr könnt also ein 16 Ampere Maximum durch diese Dose durchlassen, das ist immer ganz wichtig. Zum Beispiel habe ich so eine Dose auch bei meiner Klimaanlage. Und die zeigt ja doch beim Starten nochmal knapp 3000 Watt, nur für kurze Zeit. Und wenn man da natürlich so WLAN-Dosen drauf hat, die wo weniger packt, dann ist die kaputt. Habe ich zweimal leider schon gehabt, dass ich mir so eine WLAN-Dose kaputt gemacht habe. Ja. Da muss man natürlich dann schon schauen, für wie viel das diese Dosen sind. Ich habe an meiner Klimaanlage eine dran, die ist bis 3600 Watt. Brauche ich zwar nie, aber das ist Sicherheit. Ja, warum verwende ich diese Tapu-Dosen? Erstens schon einmal, die sind absolut leicht zum Installieren. Du steckst das eine, gehst in deine App rein, drückst hier einmal den Knopf und dann verbindet sich das innerhalb von 2 Minuten, ist erledigt. Das war bei der Link to Home auch schon immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kompliziert. Hat dann immer eine Zeit lang funktioniert und dann nach 3-4 Wochen haben plötzlich die Dosen nicht mehr gefunden worden. Das ist einfach, sowas kann ich nicht brauchen, weil wenn ich zum Beispiel im Ausland unterwegs bin, dann will ich natürlich auch Zugriff auf meine Geräte zu Hause haben für gewisse, beziehungsweise für bestimmte. Ein weiterer Vorteil von dieser ist, da ist ein Strommesser mit an Bord. Das ist ein ganz tolles Feature. Das werde ich euch dann nochmal kurz in meinem Handy zeigen. Ich öffne mal kurz die Tapu-App. Ich habe mittlerweile mehrere Apps. Das wäre also dann damals diese Link-to-Home-Dose gewesen. Da habe ich mittlerweile nur eine und die fällt mir auch ständig aus. Da ist meine Fritzbox gekoppelt, die wo ich nur zum Zocken brauche. Und jetzt gehen wir mal hier Tapu. Das hier ist die App, da könnt ihr dann auch einen Staubsaugerroboter oder viel, viel mehr miteinander koppeln. Ihr könnt es also hier zum Beispiel sehen, Brunnen. Der ist momentan bei mir gesteuert über eine Zeitschaltuhr. Da kann man einen Zeitplan eingeben, wann der Brunnen laufen soll, wann er Pause machen soll. Das kann man die ganze Woche steuern. Bei mir ist das also die ganze Woche gesteuert. Dann setze ich hier Klimahauptschalter. Wenn ich das jetzt einmal aufmache, da ist meine Klimaanlage, die wo ich euch auch schon mal vorgestellt habe in ein paar Videos. Ich verlinke sie einmal nochmal oben gekoppelt. Ja, wenn ich jetzt so hier unten rauf gehe, dann kann ich sehen, ganz aktuell, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen, was ich so, wenn ich auf mehr Anzeigen gehe, Energie verbraucht habe, am Tag zum Beispiel, im Monat und im Jahr. Ich habe heuer mit meiner Klimaanlage schon, ich hoffe, man kann es lesen, 82 kW durchgeballert. Ja, das kann ich dann wirklich mir anzeigen lassen, Monat. Ich kann hier sogar auf ein Kalendersymbol gehen und kann dann sehen, wann ich besonders viel Strom mit meiner Klimaanlage verbraucht habe. Das geht ja übrigens mit jedem anderen Gerät auch. Ja. Ihr könnt also diese Geräte von der Ferne aus, vom Handy aus, egal wo ihr auf der Welt seid, schalten. Ihr könnt euch die Stromkosten anzeigen lassen und was der aktuelle Verbrauch so ist und so weiter und so fort. Dann könnt ihr zum Beispiel auch Zeitpläne einschalten. Wie gesagt, ich habe also nicht an meinen Brunnen aktuell angeschlossen, da geht man hier auf Zeitplan, da könnt ihr jetzt mal sehen, so läuft der Brunnen bei mir, macht dann wieder Pausen,
schalte ich zum Beispiel in der Früh mal kurz ein, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich dann arbeite, so eine kleine Beleuchtung, ihr seht den Brunnen aktuell mit drin und so weiter und so fort. Ihr könnt also die unterschiedlichsten Zeitpläne, wenn ihr zum Beispiel mal längere Zeit wegfährt, dass ihr Beleuchtungen zu Hause einschaltet, dass es dann quasi simuliert, dass jemand zu Hause ist. Also diese Dosen sind sehr, sehr vielfältig. Es gibt sehr unterschiedliche und viele Dosen von Tarpo. Es sind unterschiedliche Bauformen mit und ohne Strommesser. Das müsst ihr euch mal einfach mal anschauen. Von Tarpo gibt es ja noch viel, viel andere Geräte. Ja, man kann also hier sehen, es gibt da unten noch Saugroboter, Kameras und so weiter und so fort. Das müsst ihr einfach mal alles anschauen. Ich muss also sagen, ich bin total zufrieden mit den Dosen. Ja. Denn die sind halt einfach einzurichten und die funktionieren halt auch noch ein, zwei Jahre nochmal. Ich habe jetzt ein paar Dosen schon zwei oder drei Jahre, glaube ich, hat es mittlerweile sogar, im Einsatz. Und da hat vielleicht einmal eine die Verbindung verloren. Und das natürlich auch nur aus dem Grund, weil die Dosen bei mir ganz hinter dem Schrank, unter dem großen Schrank gelegen sind und da halt dann einfach die Verbindung ein bisschen schlechter war. Aber ansonsten sind die ideal. Kannst da wirklich alle Geräte koppeln, was sie braucht und so weiter und so fort. Und kannst es dann weltweit steuern. Ja? Wie gesagt, das tolle Gimmick, was ich bei dieser sage, das ist der Energieverbrauch. Bei meinem kleinen Gartenbrunnen zum Beispiel, der hat ja ganz, ganz wenig Watt. Kann man jetzt einmal schauen, was der so über die ganze Saison gebraucht hat. Ja? Kann man so aus dem Dosen sehen, der hat 7 kW durchgeballert auf so eine ganze Saison. Ist natürlich ja, nicht viel. Und man kann wirklich unterschiedlichste Sachen machen. Ich habe meine Gartensauna da mittlerweile mit so einer Tarpo-Dose geschaltet, damit ich die Innenbeleuchtung einschalten kann und so weiter und so fort. Also alles möglich. Und die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich weiß, ich habe euch damals die Linktuchen auch empfohlen. Ich konnte natürlich aber nicht wissen, dass die im Langzeittest dann so schlecht abschneiden, irgendwann überhaupt nicht mehr erreichbar sind und dann sich einfach nicht mehr koppeln lassen. Die Tarpo-Dosen seht ihr hier da. So einen kleinen, ich hoffe, man sieht es, Schalter einstecken, einmal drücken, geht man in die App rein. Also wirklich ganz einfach, geht man auf Plus hinzufügen, neues Gerät hinzufügen und dann könnt ihr auch schon die ganzen Auflistungen sehen. Da sieht man da zum Beispiel, das ist die Tarpo P115, dann gibt es das ein und dann ist das auch schon gleich gekoppelt. Also wie gesagt, das geht rucki zucki. Diese Sachen jetzt da hier zum Beispiel, diese alten Zeitschaltuhren, die fallen bei mir jetzt komplett weg. Ich habe da bestimmt 20 Stück bei mir im Haushalt. Brauche ich nicht mehr. Weil auch später meine ganze Weihnachtsbeleuchtung, die wo dann an meine Bäumchen vorne mal rankommen und so weiter und so fort, das wird dann alles mit diesen Dosen gesteuert. Ja. Da kann man ja wirklich wunderbar die Zeitpläne einstellen, besser gesagt. Und ja, es ist anscheinend ein deutsches Produkt, bin mir nicht ganz sicher. Aber man kann es immer hier lesen, TP-Link Deutschland, das ist eine Untergruppe von TP-Link in Düsseldorf. Sich dann nochmal einfach mal auf die Seiten schauen. Das ist also ein Code, kann man sich dann die Tarpo-App downloaden. Ja, wie gesagt, recht viel gibt es dann immer zum Sagen zu den Dosen. Ich will das Video nicht wieder ewig in Länge ziehen, aber ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr irgendwelche Beleuchtungen, Swimmingpool, Filter und so weiter und so fort. Das ist ja bei mir hinter mir auch der Fall, der Poolfilter zum Beispiel. Der wird bei mir komplett mit den Tarpo-Dosen gesteuert. Ja. Also das ist alles kein Problem nicht. Schaltet sich alle Stunde ein, Heizungspumpen vom Swimmingpool, wenn man so durchlaufen, Hitze hat und so weiter und so fort. Also kann man mit denen alles steuern, Gewächshäuser und also die Möglichkeiten sind gigantisch. Wollte ich euch bloß einmal vorgestellt haben, ein kurzer Tech-Tipp von mir. Wie gesagt, die habe ich genauso lange im Einsatz wie die Link to Home damals. Die Link to Home fallen raus, wie gesagt, weil es einfach immer schlechter und schlechter der Empfang war. Und bei die habe ich jetzt mittlerweile den ganzen Haus komplett, die ganzen Link to Home rausgeschmissen, habe auf die Tarpo umgestellt. Und da ist eigentlich jeder im Haushalt zufrieden mit denen. Ja, funktioniert. Kann man Teilnahme, unterschiedliche Handys zum Beispiel. Eure Frau hat ein Handy und ihr habt ein Handy, dann muss sie sich eben einen Account machen. Da kann man zum Beispiel Geräte auch teilen. Auch das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr solche Dosen oder also solche Sachen, mehr Videos wollt, und dann lasst mir bitte einfach unter das Video schreiben, dann werde ich in Zukunft mehr so Sachen bringen. Ich werde in Zukunft mehr so Technik und so bringen. Motorboottechnik ist heuer leider wieder nichts geworden, müsst entschuldigen. Ich habe ja einen etwas härteren Sommer hinter mir gehabt mit viel Stress und so weiter und so fort. Deswegen habe ich es nicht geschafft, dass ich Bootsvideos mache. Die werden aber auf jeden Fall nächstes Jahr kommen. Und vielleicht gibt es noch ein Video vom Einwintern, da habe ich nämlich auch ganz eine ganz besondere Methode. Wie gesagt, das wollte ich euch nur mal kurz gesagt haben zu der Dose, wenn es euch interessiert, beziehungsweise Fragen habt, einfach unter das Video. In dem Sinne, Leute, wünsche ich euch noch was, macht es gut, ciao, bis zum nächsten Video.